So. Schade, das ist echt schade, dass ich so vermurkst habe. Sonst hätten wir jetzt durchgehend Gegner hier, die wir töten könnten für Edelsteine. Ja, gut. Aber ich habe eine Legitimation für diese Seeaktion, weil es ist jetzt alles auch angreifbar hier, sogar auf breiter Front. Das heißt, ich kann das hier jetzt ohne schlechtes Gewissen einfach immer weiter erweitern. Und die Stromprobleme so, ne? Nach und nach weiterlösen. So, alles voll da und gut ist. Hier müsste auch eine Reihe Roboports hin, aber ich denke, da wir uns schon den 10 Gigajoule nähern und nur eine Auslastung von 10% haben, haut das schon hin. Gut, wir haben Flüssigkupfer inzwischen auch wieder. Wir haben eine sehr tolle Rüstung, die ich gerne aber trotzdem noch weiter erweitern wollen würde. Mit ruhig noch einem Fusionsreaktor. Forschung ist gut am Gange. Das heißt, ich schaue mal kurz zu der Forschungsanlage, wie viele lila Tränke sie noch hat. Sonst schmeiße ich wieder alle Alien-Artefakte runter in die lila Trankposition. Hier. Es wird nicht an den lila Tränken mangeln. 400, 800.000, 200.000, 600, 2.000. Und das wahrscheinlich auch nur, weil das die Grenze ist. Sonst wäre da noch mehr drin. Okay. Das heißt, ich sollte jetzt die Alien-Artefakte eher bei dem anderen Ding reinschmeißen, ne? Bei dem Biter Science Pack. Das wäre dann der da. Hier, bitteschön. Königinneneier habe ich keine mehr. Was? Nee. Ich sehe keine. Komisch. Wir haben doch gerade erst Königin gekillt. Oh, mein Inventar ist auch vollgestopft mit Leichen. Weil ich die ganzen Mauern drüber gesetzt habe. Oh, hallo Knochen. Und Big Biter Leichen. Da kommen wir wohl nicht hinterher. Oh, ist okay. Leiche. Ganze Kram für meine Rüstung ist in Arbeit. Sehr gut. Was hast du da gerade gebaut? So, das war die Rüstung, ne? Ja. Da, noch ein. Also langsam sind wir wirklich. Also wir sind nicht unverwundbar. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so gemacht. Also wir können uns selbst mit der besten Rüstung und alles voller Shield-Slots nicht später in eine Basis reinstellen und keinen Schaden mehr nehmen. Ich glaube, in Vanilla ging das nämlich. Das war ein bisschen affig. Also man muss immer noch aufpassen, aber nicht mehr so wirklich. Hauptproblem, unverändert Munition. Aber hätte ich das dann nicht vermurkst und hätte man sowas öfters gemacht, also quasi direkt an oder um eine Basis herum Mauern und Türme bauen, sodass durchgehend die spawnenden Viecher vernichtet werden und die Sache eingesammelt werden, dann kriegt man es nach und nach auch hin, die Edelsteine zu farmen. Habe ich allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht so die Motivation, zu sowas aufzubauen, da halt die nächste Version schon lockt mit den ganzen Neuerungen. Das können wir da dann vielleicht machen. Und ich denke auch für die meisten von euch wäre es nicht so interessant zuzugucken, wie ich jetzt Mauern baue, Türme baue und warte, dass Aliens sterben. Deswegen forschen wir jetzt weiter Richtung Rocket Defense, gucken, was da noch so zu holen ist und dann starten wir demnächst die neue Welt. Wobei die hier noch abgespeichert ist, also könnte ich später auch noch an der Welt weiterarbeiten. Ich habe inzwischen ja 4 oder 5 verschiedene Installationen von Factorio auf meinem Rechner für die ganzen Welten. Das ist also auch kein Problem. Haben wir hier genug für ein... Oh, ich habe 10 Polished Emeralds, war. Was fehlt? Die Highly Advanced. Dafür brauchen wir Advanced, dafür brauchen wir Raw Sapphire. Das ist inzwischen vorrätig. Goodie, bau mehr. Und Raw Emerald haben wir auch. Ja, sehr schön. Das heißt, es werden jetzt 10 Clips hergestellt an grüner Munition. Also es steigert sich schon, das merkt man. Am Anfang mussten wir wirklich rumkrebsen, dass wir ein Magazin vollbekommen haben. Jetzt kriegen wir innerhalb von ein paar Folgen schon 10 Magazinen. Also es könnte auch gut sein, dass es sich einfach mit der Zeit von alleine steigert. So, und da oben blinkt es doch ganz schön arg. Achso, das sind alles die Ich habe keine silbernen Türme Mecker-Posts, ne? Ja, ich habe leider auch keine silbernen Türme. Wie sieht jetzt der Strom aus? Nachts? Oh,
Okay, also wir brauchen definitiv die Akkus. Das wäre auch ein bisschen übertrieben, wenn wir keine Akkus bräuchten nachts. Aber sie gehen nicht schnell runter. Trotzdem, dass 64 Türme gerade durchgehend schießen. Das ist okay. Das ist sehr okay. Ich mach die mal alle weg hier. So, damit nicht durchgehend gemeckert wird. Sind die jetzt alle weg? Alert 17. Achso, das ist verzögert, ne? Ja. Geht alles nach und nach weg. Sehr schön. 24 Türme schießen, nur was das beschädigt. Ist okay. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte das Ganze beschleunigen, indem ich noch mehr Forschungsanlagen baue. Und dann halt auch wieder Dinge ins Module reinhau. Forschungsanlagen habe ich sehr lange nicht gebaut. Ganz am Anfang. Da, Lab. Bau bitte ein paar Labs. Und unterbreche mal ganz kurz die Munitionsherstellung hier. Oh, noch bessere Idee. Blueprint. Aufhören. Gib mir bitte Steinzahnräder. So. Dann ein Blueprint, dann kopiere ich diese Anlage hier einfach. Jupp. Was seid ihr für welche? MK1, die sind okay, die können raus. So, und dann kopiere ich die Anlage, setze sie einfach hier nochmal hin. Die große Kiste werde ich wohl setzen müssen, die haben wir noch nicht automatisiert. Wäre ja auch noch schöner, wenn wir alle verschiedenen Kisten automatisieren würden. So. Die Module werden nicht automatisch reingesetzt. Das ist schon mal gut. Habe ich die Module überhaupt? Nee, ich habe nicht alle. Aber ich habe ein paar. Ist okay. So, so, so. Brezel, Brezel, Brezel. So, zwei Stück fehlen. Dann bau doch mal. Da. Dich dahin. Brutzel, Brutzel. Ich sehe die nie. Oder habe ich jetzt schon alle verbraucht? Zeig mal ganz kurz. Module. Die da. Nö, hab keine mehr. Sollte ich gleich abholen, okay? Und die sind jetzt alle am Arbeiten. Ja, sehr schön. Science Packs werden auch schon verteilt. Und guckt euch das an. Die sind auch schon fast voll hier. Hammer. Okay. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich hole noch mehr Produktivitätsmodule. Werf dann gleich die nächste Forschung an. Und dann sind wir auch schon fast so weit. Oh. Keine davor, keine davor. Stahl. Wir haben noch 1100... Oh. Habe ich das bei dir rausgenommen? Das könnte sein. Brauchst du überhaupt Stahl? Ja, du brauchst Stahl. Du nicht mehr. Du auch nicht mehr. Sehr kurios. So, Shooting Speed ist fertig. Erforscht das da. Gucken, wie lange das jetzt dauert mit den ganzen Anlagen. Wobei, das ist halt das Ding, was man bauen muss, um das Spiel zu beenden. Ich wage mich zu erinnern, dass es recht lange gedauert hat. Ich musste sogar bei dem Ende der ersten Welt, also im Vanilla, in der Vanilla-Welt, habe ich, glaube ich, gezeitraffert sogar oder einfach rausgeschnitten, bis wir beim Ende waren, weil es so lange gedauert hat. Hatte ich nicht noch eins gebaut? Nö, anscheinend nicht. Bau bitte noch ein... Ah, doch, da. Hör auf. Braucht das nicht. So. Und Dingsmodule kommen jetzt mal nicht rein, sondern ich hau jetzt da Speedmodule rein. Und jetzt habe ich gar nichts mehr an Modulen dabei. Das ist echt peinlich. Oh, das geht doch recht flott. Okay, also, was haben wir noch? Wir haben noch Flüssigsachen. Das Tungsten zum Beispiel. Ich hatte eine Riesenanlage gebaut für das Tungsten. Okay, es ist keine Riesenanlage gewesen. Aber ich dachte, es würde eine Riesenanlage werden. Wurde es noch nie. Oh, wir haben kaum Carbon. Ugh. Aber wir haben 3600er Lava. Und wir könnten theoretisch Tungsten herstellen.
Eine kleine Kiste reicht, glaube ich, auch. So. Könnten Tungsten also herstellen. Allerdings haben wir dafür noch keinen Verwendungszweck gefunden. Das ist das Komische. Also selbst die Stahl, die brauchen Tungsten. Das heißt, ein goldener Topaz Laser Turret, den wir niemals brauchen werden. Außer wir wollen unsere gesamte Verteidigung auf einem Turm basieren. Weil jetzt mal im Ernst. Um dahin zu kommen, muss man so dermaßen viele Ressourcen aufwenden. Also wir schaffen es jetzt nicht. Und das Let's Play läuft jetzt schon seit fast 200 Folgen. Nicht unbedingt so effektiv wie sein könnte, das ist klar, das kann man alles besser aufziehen, aber trotzdem. Über dem ganzen Zeitraum, das sind ja 50 Stunden, haben wir nicht genug Ressourcen zusammenbekommen, um auch nur einen einzigen dieser Türme zu bauen. Ja, I rest my case. Das heißt, das Ding werde ich nicht bauen. Es ist schön, dass es da ist, aber noch braucht man es nicht. Weil wir schaffen es auch mit den popeligen allerersten Lasertürmen, die Könige und Königinnen zu töten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Dysok, oder wie auch immer man seinen Namen richtig ausspricht, für die nächste Version da was hat einfallen lassen. Dass die Standardtürme vielleicht nicht mehr genug Schaden machen oder irgendwas in der Richtung. Weil momentan braucht man die Topaz-Dinger einfach nicht. Und ich will sie auch gar nicht, weil sie halt wahrscheinlich auch mit ein, zwei Spuckern tot sein können. Und dann habe ich Ressourcen im Wert von 50 Stunden verbraucht, um einen Turm aufzustellen. Das, nee. Gut, also das hätte ich auch schon mal erklärt. Wir bräuchten Tungsten für die allerbesten Sachen. Aber die allerbesten Sachen brauchen wir gar nicht. Das ist nur Spielkram. Züge habe ich in dieser Welt gar nicht gebaut. Wir haben einfach immer weiter expandiert. Ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Welt genauso mache. Also in der nächsten Welt allgemein sollte ich viel, viel mehr darauf achten, möglichst früh möglichst viel Platz in Beanschlagung zu nehmen. Denn wir haben ja gemerkt, wie viel Platz wir brauchen. Also vor allem, weil ich auch sehr, sehr viel mehr darauf achten werde, dass wir durchgehend genug Strom haben. Also ich werde von vornherein so eine Anlage bauen, alles in MK1, und werde davon dann auch ganz viele nebeneinander stellen. Dass wir immer, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal so viel Strom haben, wie wir eigentlich bräuchten. Ja, aber das braucht auch tierisch viel Platz. Das heißt, wir müssen sehr früh sehr viel Platz für uns beanschlagen. Das Problem ist nur, und war es ja auch am Anfang von dieser Staffel, dass wir die Spawner nicht kaputt kriegen. Also wir haben am Anfang ja halt nur das MG, die Schrotflinte und die normale Schrotflintenmunition. Und damit kriegen wir die Spawner nicht kaputt. Wir hatten es hier so geregelt, dass wir am Anfang die Türme einmal benutzt haben, um, glaube ich, eine Basis kaputt zu machen. Und danach hatten wir den Wagen für uns entdeckt und sind einfach durchgeheizt. Das mit dem Wagen wurde allerdings gefixt. Der Wagen ist jetzt tierisch langsam. Wobei, es sind am Anfang eh nur kleine Beißer. Also das könnte man testen. Man könnte den gepanzerten Wagen bauen, wenn das denn geht. Von den Ressourcen her. Und nicht irgendwas braucht, was man erst bekommen kann, nachdem man Spawner tötet. Und dann mit dem langsamen Wagen einfach langsam immer wieder gegen die Basis gegenditschen, während die kleinen Beißer gegen das Auto beißen. Aber das Auto ist gut genug gepanzert, um den Schaden ignorieren zu können, größtenteils. Und ich kann ja währenddessen noch durchgehend schießen, also die kleinen Beißer wegschießen. Das wäre eine Idee. Sonst müssen wir gucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder einige Stolpersteine drin sein werden und vor allem auch einige Änderungen. Das heißt, egal wie ich es jetzt plane, es wird sich später rausstellen, dass Flüssigmetalle jetzt doch wieder super wichtig sind und dann kann ich doch wieder nicht in Produktivitätsmodulen arbeiten und dann ist das ganze Design Murks und ich werde es niemals hinbekommen, eine schöne Basis zu haben. Außer es wird irgendwann nichts mehr geändert. Aber das wäre ja auch langweilig. Aber gut, ich denke, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Ich melde mich wieder, wenn das Rocket Defense da ist. Das Rocket Defense werde ich dann aber nicht bauen. Sondern ich werde jetzt nach dieser Aufnahme mit der neuen Welt anfangen. Werde warten, bis ihr diese Folge hier gesehen habt. Was ja auch immer 2-3 Tage dauert. Und wenn ihr die gesehen habt, dann schreibt bitte noch Kommentare, was ihr noch so gerne sehen würdet in dieser Welt. Und dann werde ich, obwohl die neue Welt schon von mir gespielt wurde, ihr sie aber noch nicht sehen konntet, dann, nachdem ich eure Kommentare unter dieser Folge gelesen habe, noch eine Folge oder zwei an diese Playlist ranhängen, um diese Welt abzuschließen. Ich hoffe, das war verständlich und wir sehen uns gleich wieder.